So, und herzlich willkommen zurück zu Check 2. Wir sind jetzt wieder... wir sind jetzt wieder hier oben und jetzt weiß ich auch, wie es weitergeht, nämlich hier hoch. Mhm. Und dann geht's jetzt gleich weiter mit dem Jump and Run. Komm, du komisches Stück. So, hier, dann geht's hier rüber. Und dann hier auf die nächste Plattform. Und dann hier an diese Stange natürlich rückwärts, weil wir solche Pros sind, und ab in die Tiefe. Und dann noch gleich weiter in die Tiefe. Und leider war da oben kein Speicherpunkt. Dann sehen wir es eben nochmal, wie ich da hochrenne. Ich habe mir gedacht, ja komm, mach dir keinen Kopf. Deswegen, wenn du das jetzt offscreen machst, da kurz hochrennen, das will doch keiner sehen. Und jetzt muss ich doch nochmal zeigen. Ach ja, schön. Komm, das schaffen wir noch. Und jetzt darüber. Und jetzt darüber. Und dann darüber. Ja, jetzt geht das auch viel leichter und schneller. Komm, schon da hoch. Kommt das Ding? Kommt das Ding? Ja, da kommt's. Und jetzt ran da ran. Und jetzt hier rüber und dann darüber und dann... Ja, diesmal hängen wir richtig dran. Und... Husch, husch, zack, und schon haben wir es geschafft. Und wo ist jetzt Dexter? Hier erstmal... Dexter? Wo ist Dexter? Dexter fehlt. Oh. Dexter fehlt aber, würde ich mal so vermuten. Wo ist Dexter? Oh, Dexter ist nicht mehr da. Oh oh, hier sind kleine Viecher. Naja, ich glaube, Dexter ist irgendwo da vorne drin, oder? Ah, aber ohne Dexter kommen wir doch gar nicht da. Da fehlen uns doch die Skills. Dexter ist doch die Übersetzung für unsere Skills. Na gut, dann gehen wir jetzt mal in diese Kammer hier rein. Denn hier waren wir ja noch nicht. Mal schauen, was uns hier erwarten wird. Vielleicht nur ein Raum mit einer Druckplatte. Verlass dich nicht zu sehr auf Waffen. Ach du meine Güte. Ich muss die richtigen treffen. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, wo der dritte war. Aber gut, okay. Das ist wahrscheinlich der Teil mit den Prüfungen. Ich hoffe, hier kann ich unendlich tauchen, aber jetzt will ich ja gar nicht mehr tauchen, sondern hier raus. Und au! Totenschädel. Totenschädel. Oder was ist das? Ja, Totenschädel. Die ziemlich drücken. Das war knapp. Das war sehr knapp. Warum gehen die Blitze durch Steine hindurch? Kann mir das mal einer sagen? Und wir sind tot. Na gut, dann sagt es mir halt doch niemand. Und wer hat da mit uns geredet? Waffen sind etwas für die Schwachen. Da oben, da und da. Der da und der da unten irgendwo. Ja, genau. Ja, Waffen sind... Na gut. Im Weltkrieg, da sind Waffen sehr nützlich. Och, das war sehr knapp. Ich habe vergessen, wenn man das aufhört zu drücken, ist man eigentlich instant über Wasser. Und da wäre ich fast runtergefallen. Schauen wir uns mal um. Vielleicht ist da ja... Nein, da ist leider kein Secret. Wow. Ja, genau, Jack. Tauch erst wieder. Reagier erst wieder, wenn... Ja, genau.
So, und jetzt müssen wir die neuen holen. Schum, 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 schum. Ohne die kommen wir hier nicht raus. Ohne auf die richtigen zu springen. Und da sind, also das ist der Tempel der Prüfungen wahrscheinlich nicht. Der. Warum sind dann aber hier Spinnen? Vielleicht weil. Weil es ziemlich brutal ist, so. Wow, tauch unter. Ja, genau, sterb einfach mal. Und jetzt müssen wir alles wieder von vorne machen, denn es sind ja Prüfungen der Härte und der Sterblichkeit. Du darfst bei dieser Aufgabe keine Waffen benutzen. Und wenn doch? Verlass dich nicht zu sehr auf Waffen. Ich kann die Waffen gar nicht ziehen, also so. Aus reinem. Au, dankeschön. Ach, den, aber den richtigen habe ich trotzdem erwischt. Also den, dann muss das doch auch wehtun. Den Käfern. 50.000 Jahre hier unten eingesperrt zu sein, bis endlich der Auserwählte kommt, um sie zu töten. Mhm. Sehr schön. Sehr schönes Lebensziel. Sehr empfehlenswert auch. Für jeden, der mal gern 50.000 Jahre leben will, um zu sterben. Mhm. Verstehst, wie ich meine? Bing, bing, bing. Es sieht aus wie Blümchen da unten. Gehen die? Ja, die fallen auch in die Tiefe. Dim, dim, dim. Dim, dim, dim. Ding, ding, ding. Dö, dö, dö. Und jetzt müssen wir diese netten Gesellen hier auch mal aus ihrem Leid erlösen. Und warum ist auch dieses Skulpturending und die Kopfschädel, woher kommen die eigentlich? Es gab doch bis jetzt nur, ich glaube, das waren seine Diener. Wie bei einem Sarkophag, au. Ja, tauch unter. Puh, das war sehr knapp. Sehr, 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 sehr. Puh. So, mal schauen. Da, da und da. Ich glaube, das waren alle. Ich hoffe, das waren alle. Aber diese kleinen Viecher bewegen sich jetzt schon viel mehr durch den Raum. Aber wir brauchen ja nur drei. Und jetzt haben wir wie viel Leben verloren? Na gut. Ich hoffe, es geht nicht mehr so lange. Geht doch! Tauch doch unter, du Vollhorst. Tauch unter, ja brav. Jetzt kann er auch einfach mal untertauchen. Mhm. Jetzt spring raus. Ja. Sehr knapp. Muss man ja sehr genau schauen, welche Dinger denn da jetzt rauskommen. Oder blinken. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dung, dung, dung. Denn das ist jetzt auch schneller eingestellt. Sie blinken schneller. Hintereinander, denke ich mal. Oder so. Keine Ahnung. Bis jetzt habe ich sehr gut bewältigt, aber wenn ich jetzt hier sterbe, dann bin ich wieder tot. Also für eine ganze Zeit, meine ich. Also wieder von vorne, soweit ich das weiß. Deswegen will ich hier nicht sterben. Muss ich denn da hoch oder was? Ich glaube schon. Ja, es könnte sogar so gut sein. Denn so weit, ich glaube, so lang kann ich dann doch nicht tauchen. Und jetzt komm, raus, raus, raus. So, und jetzt wäre es doof, wenn ich an diesem komischen Spinnchen da verrecke. Dün, 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 dün. Dün, 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 dün. Dün, 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 dün.
Dün, 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 dün. Dün, 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 dün. Ach so, Aufgaben, die mag ich. Dün, dün, dün. Dim 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 dim. Ah nein. Hä? Ja, toll, hat viel Geräusche gemacht. Dim 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 dim. Tipp, 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 tipp. War doch der da. Nein, doch nicht. Tipp, 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 tipp. Tipp, 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 tipp. Hier bekommt man auch keinen Schaden, das finde ich gut. Tipp, tipp, tipp. Und jetzt. Tipp, 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 tipp. Dankeschön. Und wir sind schon da. Okay. Ach ja, Strecken ist doch immer schön. Oh. Und da wartet doch jetzt bestimmt ein Run-Fehler auf uns. Ich meine, ein kleiner, süßer Held namens Dexter. Unser netter, lieber Freund namens Dexter. Mal schauen gehen. Aber wenigstens wurde ab jetzt gespeichert da vorne, also da drin. Und dann kann ich auch die Aufnahmepause machen. Mal schauen. Dexter, da bist du ja. Was war los? Ich hatte ein hauriges Erlebnis. War nicht deine Schuld. Willkommen, junger Krieger. Es ist Äonen her, dass unsere Hoffnung so hell brannte. Heute hast du dich würdig erwiesen, das Erbe von Ma anzutreten. Er meint mich! Danke, große Statuenheit. Das Grabmal war gar nicht so schwer. Dir wird nun große Macht zuteil und damit verbunden auch große Verantwortung. Vor Äonen führten die Precursor einen schrecklichen Krieg gegen die Orakwan. Jene dunklen Kreaturen, die ihr Metallschädel nennt. Mit ihrem Anführer zerstörten die Metallschädellegionen unsere große Zivilisation und durchsuchen nun ungehindert das Universum nach den letzten Überbleibseln unserer Macht. Ma versteckte den Precursor-Stein in diesem Grabmal, um ihn vor ihnen zu beschützen. Er ist unsere letzte Hoffnung und du wurdest auserwählt, diese Hoffnung am Leben zu erhalten. Du verwechselst mich mit jemand anderem. Ich will nur den Stein. Es ist Zeit, deiner Bestimmung zu folgen. Sieh her. Wow! Ran an die Buletten! Ihr Narren! Ihr habt mich direkt zum Stein geführt. Eure erbärmlichen Untergrundfreunde hatten keine Chance gegen meine Gardisten. Mit der Macht des Steins werde ich all meine Feinde zerreißen. Wenn ich den Stein habe, wirst du der Erste sein. Scheusal! Der Precursor-Stein ist nicht für dich bestimmt. Meine kleinen Freunde werden sich um dich kümmern. Okay, jetzt mache ich erstmal eine Pause. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, meine lieben Freunde, die sich um mich kümmern sollen. Ah! Na egal. Tschüss, bis zur nächsten Folge.